Wir kommen sozusagen zum letzten Teil dieser hochinteressanten Tagung. Mein Name ist Birgit Deiber, ich leite das Büro der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Brüssel und wir haben in Brüssel auch schon eine ganze Reihe von Seminaren und Netzwerkarbeit zu Roma und mit Roma veranstaltet, weil wir meinen, dass dies ein permanenter Skandal der Verletzung der europäischen Bürger- und Menschenrechte ist, was mit Roma in Europa passiert. Hier für dieses Abschlusspodium haben wir zuallererst einen kurzen Film vorgesehen von Elisa Petkova. Elisa Petkova ist Philosophin und Filmemacherin und hat ihr Film Willkommen zu Hause hat den Titel für diese ganze Tagung ergeben. Wir sehen jetzt eine Kurzfassung dieses Films und Elisa wird ganz kurz in diesen Film einführen. Bitte. Hallo, ich bin Elisa Petkova und wie Frau Deiber schon erwähnt hat, das ist eine Zusammenfassung, die extra für diese Veranstaltung erstellt worden ist. Das heißt, die ist sehr interviewlastig, der Film ist nicht so. Ja, Sie sehen 10 Minuten, der Film ist insgesamt 70 Minuten lang. Uns schubt jeder mit Ärmel, mit Füßen, mit schlechten Worten, mit alles. Uns schiebt jeder, uns hasst jeder, uns macht keiner hier. Ich habe Angst, die Kinder zur Schule anmelden schon. Ich wohne hier bei Herr Jewka seit 3 Monaten schon. Jeden zweiten, dritten Tag seine Tochter kommt von Schule zu Hause, also voll im Gesicht mit Blut. Das kriegt Ärger von den Leuten schon. Ich wollte, dass Kinder, meine Kinder sowas nicht, also freilassen, dort in diese Schule zu gehen. Ich muss meine Familie hier behalten, drinnen. Am meisten sitzen wir schon hier drinnen, als draußen schon. Und Herr Schorle hat recht, dass die Kinder sind wie ein Knast. Immer muss Kinder zwingen, dass nicht schreien und so, ruhig nicht reden und so. 15 Personen leben in diesem Haus. Ich habe auch für meine Kinder Schwierigkeiten gemacht, weil die Kinder wollen Luft haben zum Schlafen. Weil Herr Schaller schläft 8 Personen hier, in dieser Wohnung. Die hatten gesagt, wenn ihr zurückkehrt vielleicht in Kosovo, da wird ein neues Haus für euch gebaut schon. Die waren nur Träume schon. Das sind nur Träume. Oder? Musst du sie auch spülen? Ja, ja, dann müssen wir. Ich bin mit Greta gekommen. Dann setzt das Stück hier. So. Wenn du geduldet bist 10 Jahre oder wenn du keine Rechte hattest und dann dein Alltag ist immer so wie ich werde abgeschoben werden, dann bist du irgendwann schwach. Weißt du, du hast keine Kraft mehr für deine Rechte zu kämpfen. In Deutschland bist du ein Ausländer, aber in Kosovo bist du ein Zigeuner. In Deutschland bist du ein Ausländer, weil es gibt Afrikaner, Marokkaner, Chinesen, Japaner, was weiß ich, verschiedene Nationalität. Man weiß nicht mehr, was du bist und sowas. Nee, du bist auch gemischt. Und dann fühlst du dich frei.
Und auch wenn wir hier irgendwie schlafen wollen, da haben wir auch Angst. Nicht, dass die jetzt uns sofort nehmen oder sonst irgendwas. Da hat man jedenzeit Angst, dass wir in Deutschland Asylgesuchten abgeschoben werden, in Kosovo. Okay, das war wirklich meine Heimat. Ich bin da geboren und so, aber ich traue mich nichts mehr da. Da haben wir alles gesehen mit unseren eigenen Augen, wie Krieg da gewesen ist. Und mehr wollen wir eigentlich nicht da. Und unsere Häuser sind eigentlich alle kaputt. Von wo sollen wir denn leben? Normalerweise will ich jetzt, wenn ich meine Schule fertig habe, meine Ausbildung fertig machen. Und ohne Ausbildung oder ohne meine Arbeitserlaubnis kann ich ja nichts anfangen. Hast du diese Arbeitserlaubnis, oder? Diese Arbeitserlaubnis habe ich nicht, aber ich wünsche mir, dass ich den haben werde. Wie lange hast du eine Duldungsverlängerung? Ein Monat. Nur ein Monat? Ja. Ja, wer gibt dich einen Ausbildungsplatz mit einem Monat? Ja, das ist halt das Problem. Weil ich wünsche mir, dass ich meine Arbeitserlaubnis kriege, dass ich in meinem Leben was schaffe, was bis jetzt alle geschafft haben. Wir haben uns gefühlt wie in eigenes Heimat. Hier befinden wir uns fremd, weil ich war so zu jung, wo ich in Deutschland bin, nicht gegangen. Und meine Kinder sind die da geboren und sind die erwachsen in Deutschland. In letzter Zeit, ich bin jetzt in Kosovo. Ich fühle mich ganz fremd. Ich hatte Nachtschicht, das war am 23.09., glaube ich. Ja, ich hatte die erste Abschiebung. An dem Tag hat mich mein Chef freigegeben. Ob er wusste das weiß ich auch selber jetzt nicht. Hat mir gesagt, Sie können heute zu Hause bleiben. Ich habe mich gewundert. Ich sag, kannst du morgen arbeiten? Heute hast du frei. Und bestimmt hat er ich gewusst. Ich habe mich irgendwie gewundert. Ich habe gesagt, gut, dann wenn ich zu Hause bin, dann ich nehme meine Kinder. Ich hatte mitgekriegt, dass es Abschiebungen gibt. Aber nicht extra für mich, habe ich das nicht gedacht. Wo die gekommen sind, die Polizei, die haben versucht, mit Schraubzieher den Tür aufzumachen. Da waren viele, ne? Ich habe gesagt, sowieso, ich kann nicht fliegen. Ich kann nicht aus der Wände gehen. Ich mache selber auf. Ich habe selber aufgekriegt und ich habe gesagt, alles bitteschön, kommt hier rein. Aber ich kann euch nur bitten, dass ich nicht irgendwas an meine Kinder tun. Dass sie irgendwie schreien oder so laut zu sein. Die haben genug Schock gekriegt. Die Polizei war schon drin. Ich dürfte nicht in der Küche mal Wasser zu holen. Ich wollte sie sogar nur ein bisschen Wasser geben. Die haben mich das nicht erlaubt, nur Wasser meiner Tochter zu geben. Die ganzen Nachbarn waren die da. Die ganzen Nachbarn haben die doch geweint. Die haben sogar geschrien und so. Aber die könnten mich auch nichts helfen. Ja, ich war am Schlafen, hat meine Mutter mich halt aufgeweckt. Als ich die gesehen habe, habe ich sofort gewusst, dass wir eine Abschiebung kriegen. Dann haben die gesagt, ja, schneller packen und nur eine ganze Stunde für die Sachen packen. So lange festhalten, nach 20 Jahren wegzuschieben, das ist Katastrophe. Ja, ich war schon 9. Woche schwanger. Ich habe mich gewundert, ich habe gefragt. Ich habe eine Risikoschwangerschaft. Wie könnt ihr mich nach Kosovo bringen? Nee, das ist aber okay, sie sind nicht so weit. Trotzdem, da kann irgendwas passieren mit mir. Wir haben den Anwalt angerufen, der hat mich gesagt, ich will 10.000. Ich habe keine 10.000. Alles erst, wenn sie machen mit mir, mit Rate zu bezahlen. Ich habe ihnen 700 Euro geschickt. An der letzten Zeit, wo ich im Flughafen war, ich habe ihn angerufen. Herr Beck, ich bin jetzt in Baden-Baden. Ich bin zum Flughafen. Es tut mir leid, ich kann nichts dafür. Ich komme morgen. Ich komme morgen. Morgen bin ich in Kosovo.
Okay, wie ich das sehe, also für mich sind die Worte Strategie und Integration total fehl am Platz. Ich glaube, es geht um eine bloße Anerkennung. Eine Anerkennung, die man haben sollte auf der gleichen Augenhöhe, die halt leider gegenüber der Roma-Gruppe nicht aufgebracht wird. Und ich denke, man sollte sich nicht überlegen, welche Strategien entwickelt man, welche Korsett strickt man, damit es diese Volksgruppe da reingepresst wird und wie können wir sie besser schleifen, um für uns einschmiegsamer zu machen. Es geht darum, dass wir diese Menschen respektieren, akzeptieren und anerkennen, so wie sie sind. Und da habe ich leider auch nicht das Passwort oder den Schlüssel dazu, wie man das erreichen kann. Aber ich denke, das ist der Ansatz, den wir haben sollten, wenn wir diesen Menschen begegnen. Ich glaube, dass dieser Ansatz insbesondere von der jungen Generation, so wie ich das heute mitbekommen habe, auch schon in vielen Dimensionen umgesetzt wird und sehr positiv ist. Ich möchte jetzt Andrzej Mirga, der bei der OSZE für Demokratiefragen und insbesondere für Demokratiefragen Roma betreffend zuständig ist, hier in die Diskussion einführen. Andrzej, die OSZE ist ja nun einmal damit befasst, in ihrer Tradition die Demokratieentwicklung in Europa sozusagen zu beobachten, aber auch Schritte zu unternehmen, dass sie tatsächlich passiert. Was ist denn die Möglichkeit? Ich denke immer, Roma sind eine europäische Minderheit. Sie brauchen eine europäische Anerkennung. Einen Status als Minderheit, der ihnen das Recht gibt, sich in diesem Europa frei zu bewegen und dort zu bewegen, wo sie es wünschen. Was ist das Verhältnis der OSZE dazu oder was ist ihr persönliches Verhältnis dazu? Thank you. Well, first of all, welcome everybody. I would like to thank also Ms. Pau for inviting me to this event. The OSCE is an organization which brings together 56 countries. So this is larger than Council of Europe and larger than European Union. It has a strong mandate to monitor the situation of Roma, as you mentioned. We have an action plan adopted in Maastricht in 2003 by all participating states. Ministers agreed for that and signed it. So that is the source of our mandate to monitor the situation in all countries of the OSCE. As regards the recognition, I think that in already over 20 countries, Roma are legally recognized as a national or ethnic minority. Germany is one of the cases. It was recognized along Frisians, I think, and Sorbs as a German national minority. Poland, Czech Republic, Slovakia, Romania, even Sweden recognized Roma either as an ethnic or national minority. So I think to some extent only few countries do not recognize still Roma, like Italy, when they consider that they do not fulfill linguistic criteria for being recognized as a linguistic minority. So as I said, to some extent, this is not a core issue at the moment, legal recognition and giving the status
to Roma as an ethnic or national minority. More an issue is a human rights situation of Roma and social and economic status of Roma in those countries. And this is our main concern and our main focus. In 2008, we did a kind of exercise to see where the governments are with implementing the commitments on Roma in the OSCE area. And we came up with a so-called status report in which we analyzed the situation. But not only, we also tried to find out what are the root causes, where are the weak points, why governments did not follow with a commitment they had on Roma. Several years ago, a number of reports were commissioned by the Commission itself of the EU, and we came to the same conclusions, or they came to the same conclusion as we did in 2008. Today it was mentioned as well. One of the core issues is the political will. But not only, also at the center, but it's also very important, the political will at the local level, where Roma communities are based and where you have to challenge sometimes neighbors and the authorities really to do something. Of course, if I would be asked, you know, to assess the last decade, yes, what has been done, what has been improved, what has been changed, and how to describe this period, I would say it is ambiguous, yes, the situation. There is no clear cut kind of assessment, and it's full of paradoxes, yes. When I heard here some of the opinions about the situation, whether in EU countries, new EU countries, Western Balkans, I would say you need to add something more, because the situation is more complex than you think. I would just encourage to see more kind of complex situation where you have a positive elements also, and you have also negative elements. Just to give example, when we talk about Kosovo and we mention about the situation, I was here a year ago in the parliament. I was supporting here Romani Rose, who called the briefing on the situation of Roma and return policy. And we had the opinion that it is still not conditioned for return, a sustainable return. Yes, that means that those people who are returned will find a living conditions and earning that they can stay. In fact, what we see, and this was also mentioned by us here, that few Roma are staying in Kosovo, in fact, those who are returned. And they are finding a way to go either to Serbia or even illegally to find their way back to the West. So maybe the policy is not effective. This said, we have to acknowledge also that certain steps were made with the support of international community, EU, OSCE, Council of Europe, on the ground in Kosovo. 1,000 people are living back in southern Serbia. EU and US sponsored building of whole neighborhoods there. Yes, there is an educational center there. Nearby is a factory, paper factory, built up with the support of the EU to employ a little bit those who are there. I'm not talking about those who are forced, but those who are there living to give them some hope, some conditions. So we have to be balanced, you know, to see both positive developments and know those negative developments, which are we are as an office very much concerned about these negatives. But maybe later I can elaborate more. Yes, but may I ask you, ich spreche in Deutsch, Entschuldigung. Aber es ist doch ganz offensichtlich, dass viele Roma Angst haben, in den Kosovo zurückzukehren und dass hinter dieser Angst auch die Erfahrung der Vertreibung und auch der Ermordung von Roma in dem großen Konflikt steht.
und dass sie sozusagen in soziale Situationen, in kulturelle, in ethnische Konfliktsituationen getrieben werden, die also unter Gesichtspunkten des Menschenrechts nicht erträglich sind. Warum ist die OSZE nicht in der Lage, dazu ein klares Wort zu sagen und zu sagen, diese Menschen, die traumatisiert sind durch Vertreibung und hier in Deutschland unter Umständen eine Möglichkeit gefunden haben, ihre Familie zu entwickeln und auf bescheidenem Niveau zu leben, warum müssen sie wieder zurück? Warum bekommen sie als Traumatisierte nicht das Recht, hier zu bleiben? Just to reply to your question, yeah. I would like to quote what I said a year ago here in this parliament. I will quote my fragment of my speech, which I have here. I am quoting, after all these years, we easily tend to forget that we speak about the post-conflict area, which still is in the process of reconciliation, institution building, and building up of a multi-ethnic democratic society. In fact, almost all of the returnees to Roma Mahala are unemployed, and there is a little social interaction with other neighborhoods. Moreover, the volatile political situation and the existing inter-community tensions, characterizing Mitrovica in particular way, contribute obstacle to a safe and sustainable return and reintegration of these communities. There is also evidence and reports that Roma repatriated to Kosovo do not stay there but choose to go elsewhere. What was true then, and that's today's statement, when I said these words for the first time, is true today. The policy of voluntary or forced returns continues to raise serious questions and concerns, and in some cases causes new suffering of Roma and especially children who grew up outside of Kosovo. Yeah, okay. So we are clear about that, but at the same time, me or office who represents ODIHR, we are in different positions than you as a party or civil society. We are scrutinized by governments, we are scrutinized by the head of the office, and we have to be careful what we say. Thank you. Ich glaube, wir haben das verstanden, dass Sie sozusagen die Institutionen auch vertreten müssen, sure, für die Sie arbeiten. Ich glaube, dass der Grundsatz der Menschenrechte, egal ob national, europäisch oder über die UNO, das Recht eines jeden Menschen auf dieser Erde, Rechte zu haben. Das ist das, worauf wir uns beziehen müssen. Auch an dieser, und vor allen Dingen gibt es, glaube ich, eine verbindende Stelle zwischen dem, was national passiert und europäisch. Und diese Frage möchte ich jetzt an Romani Rose stellen. Und das ist die Frage der Flüchtlinge. Das ist die Frage derjenigen, die eben nicht national anerkannt sind, sondern die in den Ländern sich aufhalten, hier leben und dann wieder sozusagen einfach rausgeschmissen werden können. Das ist die europäische Klammer, glaube ich, die wir mit beachten müssen. Und meine Frage an Romani Rose geht, wie kann sozusagen in die nationale Strategie der Roma und Sinti diese europäische Dimension mit einfließen? Man darf das Problem der Roma in Europa, wir wissen, wir sprechen von den Zahlen von 10 bis 12 Millionen, 7 Millionen etwa leben in der Europäischen Union, nicht isoliert sehen. Man muss es eben sehen in der Entwicklung der Wirtschaftskrise, die wir haben, dass es wieder um Verteilungskämpfe geht, dass die Leute Zukunftsängste haben und das ist der Grundsatz, wo Leute dann eben auch wiederum Ideologien nachlaufen, die ganz einfache Lösungen anbieten. Das sind die Rechtspopulisten. Wir haben hier in Deutschland die NPD und in Frankreich gibt es den Front National. Es gibt Jobbik in Ungarn und Attacca in Bulgarien. Und dann gibt es die demokratischen Regierungen und die demokratischen Repräsentanten, die sich in dieser momentanen Auseinandersetzung, wo Leute wieder Ängste haben um ihre Zukunft,
nicht mit dem Populismus und mit der Hetze gegen Minderheit auseinandersetzen. Das ist in den Ländern Osteuropas natürlich weitaus schlimmer als in Westeuropa, aber Beispiele haben wir ja heute schon gehört, sind ja die Sachen, die wir in Frankreich gehört haben. Und ich möchte vielleicht das auch nochmals hier für unsere Gäste hinzufügen. Herr Sarkozy ist nicht Frankreich und Frankreich ist nicht Herr Sarkozy, aber wir haben ihn nun mal eben als Herrn Präsidenten, genauso wie wir die Situation mit Berlusconi haben. Also Populisten, die ohne demokratische und historische Verantwortung sind, die Hetze betreiben für ihren eigenen politischen Vorteil. Das, was ich mit großer Sorge sehe, ist, dass die demokratischen Parteien sich eben mit diesen Leuten viel zu wenig auseinandersetzen, dass man bei internationalen Konferenzen über diese Dinge ganz einfach hinweggeht. Also die deutsche Bundesregierung fühlt sich in Bezug auf den Antisemitismus immer sehr verpflichtet, alle Achtung, allen Respekt, und das ist auch in Richtung, das muss man auch erwarten können, nach diesen schrecklichen Verbrechen der Ermordung von 6 Millionen Juden. Aber es waren auch 500.000 Sinti und Roma im nationalsozialistisch besetzten Europa. Und wir sprechen immer von der Einmaligkeit dieser Verbrechen, wenn wir so an Völkermordverbrechen denken. Also das wird immer auch von Historikern gesagt, an den Armeniern in Ruanda, an den Indianern. Aber die Einmaligkeit, wird dann immer gesagt, ist die, dass hier Menschen auf der Grundlage der biologischen Existenz systematisch, planmäßig, industriemäßig vernichtet worden sind. Und das betraf die Sinti und Roma im nationalsozialistischen Europa genauso wie die Juden. Dieser Teil der europäischen Geschichte hat für die Bundesregierung oder Bundesregierungen nie diese Besonderheit gespielt. Adenauer war verpflichtet 1949 mit der Gründung nach dieser Barbarei, weil sonst hätte er in Amerika nicht landen dürfen, zunächst mal die Verbrechen an den Juden anzuerkennen. Das Gleiche war in England, in Frankreich und so weiter eine wichtige Voraussetzung, diese Verbrechen anzuerkennen. Sinti und Roma sind in der historischen Aufarbeitung nur immer eine Fußnote gewesen. Dadurch haben sich alte Ideologien und geistige Haltungen und Rassismus eben auf die Gegenwart übertragen, weil sie nie aufgearbeitet worden sind. Die Verbrechen an den Sinti und Roma sind erstmals 1982 offiziell angekommen. Und wir befinden uns heute in einer Situation, wo man sagen muss, in vielen Ländern Europas, die osteuropäischen Ländern sind unserem Wertesystem beigetreten, dem Wertesystem Westeuropas, auf das wir alle so stolz sind, die Menschenrechte an oberster Stelle, auch in Bezug auf das Asyl, dass Menschen, die politischer Verfolgung ausgesetzt sind, natürlich auch ein Recht haben, hier Schutz zu finden. Im Falle der Juden, als es den Antisemitismus in der Sowjetunion gab, gab es eben diese Vereinbarung, die Bundesregierung hat dies natürlich auch sehr in die Öffentlichkeit getragen, dass sie hier Kontingent Flüchtlinge, also damals lebten in Deutschland 50 oder 60.000 Juden, heute sind es über 100.000 Juden, die hier in Deutschland leben, mit Recht, nämlich vor der Zeit des Nationalsozialismus lebten hier 500.000, aber diese 500.000 sind von den Nazis überwiegend, also gesamtgerechnet, in Europa ermordet worden. Es gibt hier 70.000 Sinti und Roma, und man muss die Situation unterscheiden. Wissen Sie, die Situation der deutschen Sinti und Roma ist natürlich eine andere. Wir haben hier Rechtsstaatlichkeit, wir haben hier eine sensible Presse. Man kann Dinge eben an die Öffentlichkeit tragen. Die Bundesregierung hat die deutschen Sinti und Roma als nationale Minderheit neben den Dänen, Friesen und Sorben anerkannt. Das war nicht immer von vornherein Absicht gewesen, weil die Bundesregierung, denn Bundesregierungen, ob SPD oder CDU und alle, zunächst damals, als es um die Anerkennung des Rahmenübereinkommens gegangen ist, gesagt hat, Dänen, Friesen und Sorben, die müssen wir anerkennen, aber die Sinti und Roma, die sind eine europäische Minderheit, und das bedarf einer europäischen Lösung. Man wollte uns aus der nationalen Verantwortung herausnehmen, wollte uns in eine Fiktion stecken, vielleicht
irgendwohin europäisch abschieben und da hätte es keinen Platz gegeben, dann hätte man sich überlegt, wo man sie eigentlich hinschieben kann. Da haben wir nicht mitgemacht, wir haben daran erinnert, dass die Nazis uns schon einmal ausgebürgert haben, nämlich mit den Nürnberger Rassegesetzen. Das galt nicht nur für die Juden, also die Ausgrenzung aus dem öffentlichen Leben mit Theater, Kino und Straßenbahnen und Zügen, außer mit der Bahn, weil man da später nach Auschwitz hin mit deportierte. Und das haben wir in der Öffentlichkeit bewusst gemacht. Wir sind zu den Botschaftern, zu den akkreditierten Botschaftern in Bonn, das war damals die Bonner Zeit noch, gegangen und haben gesagt, also dieses Vorhaben, das kann nicht unsere Zustimmung finden, da gab es Debatten und heute sind wir als nationale Minderheit anerkannt. Der Völkermord an Sinti und Roma ist 1982 anerkannt. Jetzt will ich nochmals auf die Situation zurückkommen, der Flüchtlinge. Im Ex-Jugoslawien lebten 120.000 Roma, etwa 120.000, 130.000. Sie waren im Kosovo und sie lebten zwischen den Albanern und den Serben. Und jeder von den zwei großen Minderheiten hat immer versucht, weil es ging um Schule, um Kindergarten und all diese Bereiche. Natürlich, wenn eine Minderheit im Ort am stärksten repräsentiert war, hat sie die entsprechenden Zuschüsse bekommen für Schule und Muttersprachenunterricht und diese ganzen Sachen. Und da waren einerseits die Serben interessiert, die Roma auf ihre Seite zu haben, und dann waren wieder die Albaner interessiert, die Roma auf ihre Seite zu haben. Sie waren auch miteinander verheiratet. Als es aber dann zu den kriegerischen Auseinandersetzungen kam, zu den ethnischen Säuberungen, da waren die Roma die Betroffenen, die betroffen waren und die vor allen Dingen eben auch den ethnischen Säuberungen zum Opfer gefallen sind, und zwar von beiden Seiten. Und die Roma haben bei den Dayton-Abkommen und den anderen Abkommen überhaupt gar keine Rolle gespielt. Da ist verhandelt worden. Und wenn man jetzt diese Leute zurückschickt, und das war immer Gegenstand meiner Reden auf der politischen Ebene, also ich meine, es war Herr Genscher gewesen, und die sehr schnell das Kosovo auch da anerkannt haben. Und wenn man diese Leute zurückschickt, dann werden sie heute wohl nicht mehr vergewaltigt, erschossen, erschlagen, ja, aber sie werden in eine Perspektivlosigkeit zurückgeschickt. Und wenn man so einen Film sieht, wie diesen Film, also da muss man schon sehr abgestumpft sein. Also dieses Land trägt eine besondere Verantwortung. Und wenn es in der Lage war, ein Kontingent jüdischer Menschen aufzunehmen, weil sie in der Sowjetunion nicht ihre Lebensweise leben konnten, ihre Religion, weil sie als Juden diskriminiert waren. Gott sei Dank hat die Bundesrepublik das getan. Dann verstehe ich nicht, wenn sie nicht aus dem gleichen Grund die gleiche Verantwortung hier im Falle dieser Minderheit aufbringen kann. Ist ein Übrigens, das war Gegenstand immer mehrere Gespräche, und ich darf Ihnen sagen, also den Leuten hier aus dem Kosovo, ich war 1999 im Kosovo, gleich nach der Beendigung des Krieges. Ich habe dort mit den Vertretern der Roma in Prizren, ich war da, wo das deutsche Kontingent stationiert war, mit den Vertretern der Roma dort gesprochen und auch mit den internationalen Einrichtungen. Und ich habe hier in Deutschland auch nochmals an Ihre Adresse, wissen Sie, wenn Sie uns nicht jeden Tag als Zentralrat in der Zeitung sehen oder wenn ich nicht mit einem Plakat auf allen Demonstrationen dafür mitmache, bin ich trotzdem und wir der Zentralrat dieser Situation verpflichtet. Und ich habe einen hohen Vertreter, ja, der Roma aus dem Kosovo, der, Hatschi, Sie wissen, was das ist, also jemand, der dreimal in Mekka war, bekommt diese Ehre, und ein angesehener Würdenträger, der Roma gewesen ist, den habe ich mit nach Berlin genommen und in Berlin mit Herrn Fischer gemeinsam, dem Außenminister, eine Pressekonferenz gemacht, wo wir zur Lage der Roma im Kosovo Stellung bezogen haben. Und jetzt lassen Sie mich nochmals einen Satz zu der Situation sagen. Wissen Sie, in Deutschland können wir das Problem Osteuropa mit seinen großen Minderheiten nicht lösen. Wir können es auch nicht in Frankreich lösen, und wir können es auch nicht in Holland und in Belgien und in den anderen westlichen Ländern lösen. Wir müssen dafür wieder eintreten und das von unserer Politik verlangen, dass sie stärker diese Dinge, die da im Osten passieren, wenn es Pogrome gibt, wenn Häuser niedergebrannt wird, dann muss deutsche Verantwortung ziehen. Dann muss sie sagen, das wollen wir nicht mehr in Europa.
Dagegen wehren wir uns. Und das ist etwas, was ich von deutscher Politik erwarte. Es kann nicht sein, und das wird auch nicht funktionieren, dass Minderheiten hierher kommen und hier besser gestellt werden sollen als die Mehrheiten, die da drüben wohnen. Der Herr Heuss hat das mit Recht gesagt. Von den 2,5 Millionen Rumänen, ich habe die rote Karte, ich sage noch einen Satz, von den 2,5 Millionen Rumänen, die hier rübergekommen sind, sind es 200.000 Roma, die in Europa verteilt sind. Aber, noch diesen einen Satz, das sind Arbeitsmigranten, die hier ausgebeutet werden. Und diese Gesellschaft und diese Politik weiß das. Sie lässt das zu, damit Industrieunternehmen und Kleinunternehmen und so weiter abgedeckt sind. Und das ist der eigentliche Skandal. Und dann gibt es die Miethaie, die eine Drei-Zimmer-Wohnung auf eine Familien dann vermieten von 15 und 20 Personen. Und dann werden die Leute auch wiederum kriminalisiert, weil man sagt, das ist deren Lebensweise. Die leben ja sowieso alle zusammen. Mit allem wird stigmatisiert und Vorurteile betrieben. Haben Sie vielen Dank. Vielen Dank, Romani Rose. Ich möchte jetzt das Wort an Gregor Gysi geben und dann werden wir noch mal der gesamte Saal miteinander diskutieren können. Lieber Gregor Gysi, die Fraktion Die Linke im Bundestag hat gerade eine neue kleine, sogenannte kleine Anfrage mit 36 Fragen an die Bundesregierung gestellt. Bitte sag uns, was ist das dringendste Problem, was du denkst, was gelöst werden muss? Na, ich fand ja, dass mein Vorredner eigentlich schon ein sehr schönes Schlusswort gehalten hat. Es fällt mir ganz schwer, was zu ergänzen, aber ich will mal von einer anderen Sicht noch mal an das Problem herangehen. Also Nazi-Deutschland hat tatsächlich das schlimmste Verbrechen in der Geschichte begangen. Leider gibt es immer wieder den Wunsch bei Rechten, leider gelegentlich auch bei Linken, einen zweiten Hitler auf der Erde zu finden. Das ist deshalb so abenteuerlich, weil dahinter immer vermutet werden kann, dass wir doch nicht einzigartig sein wollen mit diesen Verbrechen. Deshalb zum Beispiel fand ich den Vergleich, so schlimm die Situation im Kosovo war, von Fischer beim Kosovo mit Auschwitz völlig daneben. Ich finde auch andere Vergleiche dieser Art immer völlig daneben. Wir müssen das einfach akzeptieren. Aus bestimmten Gründen waren es wirklich einzigartige Verbrechen. So, daraus hat die Weltgemeinschaft Schlussfolgerungen gezogen. Einmal gab es eine allgemeine Erklärung der Menschenrechte neben der UN-Charta, die es so vor 1945 noch gar nicht gegeben hat. Und das war ein wirkliches Bedürfnis. Aber das Zweite ist, dass man gesagt hat, nach der Ermordung von 6 Millionen Jüdinnen und Juden müssen die jetzt das Recht auf einen eigenen Staat haben. Und die UNO beschloss die Bildung des Staates Israel, allerdings beschloss sie auch die Bildung des Staates Palästina, den es bis heute nicht gibt. Das Problem ist nur, niemand ist auf die Idee gekommen zu sagen, eigentlich müssten die Sinti und Roma auch sowas bekommen. Ich weiß nicht mal, ob die Sinti und Roma selber auf die Idee gekommen sind. Aber die berühmte Staatengemeinschaft ist auf diese Idee nicht gekommen. Und dadurch haben die Sinti und Roma eine große Schwierigkeit. Es gibt keine Regierung, die meint, ihre Interessen vertreten zu müssen. Wenn jetzt Juden auf der Erde irgendwo verfolgt werden, wird sich die israelische Regierung immer einsetzen und andere Regierungen auch. Aber erstmal die israelische Regierung. Es gibt keine Regierung der Sinti und Roma, die in der UNO sagen können, was passiert hier, die über ihre diplomatischen Beziehungen, über ihre Botschafterinnen und Botschafter Kontakt zur Regierung herstellen können. Dadurch sind sie in einer viel, viel schwierigeren Situation. Der erste Punkt. Der zweite Punkt. Die Aufarbeitung der Nazi-Geschichte in beiden deutschen Staaten verlief sehr unterschiedlich. Natürlich hat die DDR in viel größerem Umfange des kommunistischen Widerstands gedacht. Der wurde in der Bundesrepublik in den ersten Jahren und Jahrzehnten völlig vernachlässigt. Die Ermordung der Juden spielte entgegen allen Gerüchten sowohl in der DDR als auch in der Bundesrepublik eine große Rolle. Also es gab etwas, was beide machten und es gab etwas, was nur die einen machten oder die anderen. Selbst der bürgerliche Widerstand spielte in der DDR noch eine Rolle. Aber es gab auch mindestens drei Gruppen, die so gut wie gar nicht aufgearbeitet wurde.
So gut wie gar nicht. Und zwar in beiden deutschen Staaten nicht. Das eine waren die Sinti und Roma. Es blieb so eine Art Restverachtung. Und da die ja keine Stimme in der Welt hatten, sahen das beide Regierungen auch nicht als so besonders erforderlich an. Das zweite ist auch interessant, waren die sowjetischen Kriegsgefangenen. Und die im KZ saßen. Und das lag daran, dass Stalin ja meinte, dass das Renegaten seien, die hätten sich erschießen lassen müssen und nicht ins KZ bringen lassen dürfen. Deshalb hat er sie auch gleich wieder inhaftiert. Und da in der Bundesrepublik sowieso eine antisowjetische Haltung herrschte, sahen die auch keinen Grund, weshalb man sich um die sowjetischen Kriegsgefangenen kümmern muss. Und die dritte Gruppe, das waren die Homosexuellen, weil das Kriminelle blieben, zunächst, in beiden deutschen Staaten. Ich sag, Jude? Ja, na, Euthanasieopfer, da passierte schon etwas, nur dass sie eben nicht in Entschädigung einbezogen wurden. Es war schwierig, aber da gab es wenigstens einiges, sage ich mal. Ich sage das auch gar nicht, um Vorwürfe zu machen, sondern ich sage nur, dass wir uns das mal historisch verdeutlichen müssen, dass die Aufarbeitung der Verbrechen an den Sinti und Roma in beiden deutschen Staaten zunächst nicht stattfanden oder wenig stattfanden. Das nächste Problem ist, dass wir sagen müssen, wenn wir die Situation ändern wollen, ist das in erster Linie eine Aufgabe der Politik, eine Aufgabe der Wissenschaft und eine Aufgabe der Kultur. Wenn diese drei Bereiche sich nicht verantwortlich fühlen für das Schicksal der Sinti und Roma, dann wird es in der Bevölkerung wird auch ein solches Verantwortungsgefühl kaum entstehen. Faktisch ist es so, dass wir hier einen Verband haben, der kämpft seit vielen Jahren. Ich weiß allein der Kampf um das Denkmal und so weiter, da haben wir uns beide kennengelernt, wie schwer das war, auch im Bundestag etc. durchzusetzen. Aber es gibt Entwicklung. Als der französische Präsident meinte, Roma so behandeln zu dürfen, wie er sie behandelt hat, muss ich ja sagen, dass doch eine EU-Kommissarin mal deutlich dagegen aufgetreten ist. Ich hätte mir gewünscht, die Bundesregierung wäre auch so aufgetreten, wenigstens so aufgetreten. Und das Zweite ist, was mir auch wichtig ist, dass wir uns mal überlegen, warum denn der Rassismus immer wieder so erfolgreich ist. Oder Ausländerfeindlichkeit oder was auch immer. Regelmäßig kommt das aus der Mitte der Gesellschaft. Es kommt zunächst nicht von den Rändern, das ist ein Irrtum. Es kommt aus der Mitte der Gesellschaft. Da muss es den kulturellen Ansatz dafür geben. Da muss es diese Haltung geben. Und deshalb müssen wir es in der Mitte der Gesellschaft auch bekämpfen. Und dann gibt es natürlich viele Leute, die nicht besonders erfolgreich sind. Und wenn du nicht besonders erfolgreich bist, dann kannst du links werden, du kannst aber auch ganz rechts werden. Und wenn du dann ganz rechts wirst, bietet der Rechtsextremismus etwas an zum Nulltarif, was sonst Anstrengung kostet. Nämlich Selbstbewusstsein. Der Rechtsextremismus sagt den Leuten, du bist mehr wert als Milliarden Menschen, nur weil du Deutscher bist. Dafür musst du ja nichts tun, du wirst geboren, bist Deutscher. Und das ist natürlich wirklich Selbstbewusstsein zum Nulltarif. Wir sagen immer, du musst was leisten, um stolz auf dich zu sein. Das musst du machen, jenes musst du machen. Und die sagen dann einfach, weil du da bist, bist du schon mal Milliarden Menschen überlegen. Dann bieten sie noch so eine Art Kameraderie an und so weiter, das dann als Solidarität missverstanden wird und so entstehen solche Strukturen. Und das Zweite ist, das heißt, auch sozial Schwächere können durchaus dazu neigen, die Dinge so zu sehen. Das Problem ist bei sozial Schwächeren, dass sie dann nicht nach oben schauen, sondern zur Seite. Ich schildere eine kurze Geschichte. Meine PDS-Gruppe, als es die noch gab in Bonn, schickte mich in NRW in eine Halle, frei von jeder Kenntnis. Also wussten wir nicht, dass die Halle in einer Gegend liegt, wo überwiegend Republikaner gewählt wurden. Ich wusste das auch nicht. Komme dahin und spreche so, wie ich immer spreche und merke, irgendwas stimmt hier in dem Saal nicht. Und dann fingen an, die Leute mich zu fragen und dann wusste ich, was da nicht stimmte und wo ich da gelandet war. Aber die Funktionäre hielten sich zurück. Und dann machte ich, das will ich hier nur schildern, einen für mich nicht ganz untypischen Vorgang. Ich sagte, gut, also ich komme Ihnen jetzt mal entgegen. Also stellen wir uns mal vor, ab nächsten Montag gäbe es in Deutschland keine Ausländerinnen und keinen Ausländer mehr.
Ja, gut. Also stellen wir uns jetzt vor. Ich lasse jetzt mal weg, dass unser Wirtschaft, Steuer- und Sozialsystem dann zusammenbräche. Was nämlich passieren würde, lasse ich weg. Und gehe wirklich davon aus, wir hätten dadurch 1 Milliarde Mark mehr. Das glaubt ihr ja. Ja. Sag ich, ich habe nur eine einzige Frage an euch. Wie kommt ihr darauf, dass ihr davon 1 Mark abkriegt? Da war was los im Saal. Ich habe gesagt, ich vielleicht, könnte sein, dass wir die Diäten erhöhen, aber wie kommt ihr darauf, dass ihr davon was abkriegt? Und das war interessant, weil die plötzlich das erste Mal gezwungen waren, darüber nachzudenken, dass ihre möglicherweise ihre ganze Überlegung, ihre ganze Rechnung gar nicht stimmt. Und das merkten die Funktionäre. Und da rannten die ans Mikro und wurden so aggressiv, dass der Bundestagsfahrer sagt, er findet, wir sollten jetzt hier eine Mücke machen, sonst können wir die nicht mehr machen, was wir dann auch taten. Aber ich will das nur schildern. Ich bin ja, also das ist so ein Trick von mir, mich auf die Überlegungen der anderen ein Stück weit einzulassen, aber um sie dadurch zu widerlegen. Aber ich habe auch gemerkt, wie schwer das ist. Ich habe mit 300 rechtsextremen Jugendlichen gesprochen. Es war einfach furchtbar. Ich war auch am Ende meiner Kräfte hinterher. Weil da ist so zu. Das ist so doof. Es ist so schwer, da in das Gehirn reinzukommen und was zu verändern. Es ist eine höllische Aufgabe. Und die können wir nur gemeinsam leisten. Nur will ich zum Schluss etwas sagen. Ach so, Frau von der Leyen. Ja, ich muss etwas sagen. Sie sagt ja, sie möchte aus den Entwicklungsländern die hochqualifizierten Kräfte werben für Deutschland. Hochinteressant. Frankreich macht das auch, Großbritannien macht das aus. Also wir machen jetzt das in Konkurrenz miteinander. Nur habe ich Sie zwei Dinge gefragt. Erstens habe ich Sie gefragt, wie das ist, wenn alle hochqualifizierten Leute aus den Entwicklungsländern nach Frankreich, Großbritannien und Deutschland kommen. Wollte ich nur wissen, wie die sich entwickeln sollen. War meine erste Frage. Darauf habe ich keine Antwort bekommen. Und meine zweite ist, dass ich sage, das ist natürlich blanker Sozialrassismus, dass ich sage, die armen Leute schiebe ich alle ab, aber Leute, die gut ausgebildet sind, auf wessen Kosten auch immer, die werbe ich an. Das ist völlig inakzeptabel. Und es muss politische Kräfte geben, die das so zum Ausdruck bringen. Und jetzt komme ich zum Schluss und sage, wenn es so ist, dass die Sinti und Roma keine Regierung haben, obwohl sich die Situation, das stimmt ja, etwas entwickelt hat, aber es war ein schwerer Kampf. Vielleicht müsste die deutsche Regierung, und vielleicht müssten wir das mal beantragen, sagen, aufgrund der von Deutschen begangenen einzigartigen Verbrechen an den Sinti und Roma fühlen wir uns verpflichtet, nicht in anmaßender, sondern in bescheidener Weise, die Rechte von Sinti und Roma weltweit immer zu vertreten. Und wenn ein Sarkozy oder ein Berlusconi oder in Rumänien oder wo auch immer was passiert, müsste unsere Regierung immer aktiv werden und sagen, ja, wir in unserem Land wurden furchtbare Verbrechen gerade an diesen Leuten begangen. Und weil das so ist, sagen wir, das geht überhaupt nicht mehr. Wir haben daraus gelernt. Und deshalb werden wir zu den Vertreterinnen und Vertretern von Sinti und Roma. Das wäre doch mal ein vernünftiger Akt. Das wäre mal ein kleiner Kulturschock, den wir dringend benötigen. Und das Letzte, was ich in dem Zusammenhang sage, die Abschiebung das, und dann noch in den Kosovo, das finde ich wirklich abenteuerlich. Weil natürlich, ich weiß nicht genau, was da im Einzelfall passiert, aber mir reicht schon, was ich in dem kurzen Ausschnitt des Films gesehen habe. Das ist doch völlig indiskutabel. Und warum können wir die Leute nicht ausbilden? Dieses Mädchen wollte doch nur eine Ausbildung machen. Dann ist sie eine Arbeitskraft. Wollen wir die wieder nur im Niedriglohnsektor beschäftigen? Was ist denn das für eine Art von Rassismus? Auch das können wir nicht dulden. Und deshalb sage ich, auch wenn wir uns bei einigen damit dann unbeliebt machen, dann müssen wir einfach durch. Diesen Kampf müssen wir noch mehr intensivieren und fortsetzen. Und deshalb wird es weiter solche Fragen an die Bundesregierung geben, weil zum Glück unser Grundgesetz 1 regelt, sie müssen antworten. Leider nicht klug, aber sie müssen immerhin antworten. Dankeschön.